So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Letztes Mal haben wir hier den Part begonnen und dann den Schrein gemacht. Und dann wollten wir dahin und wurden dann auf ganz kurz vor unserem Ziel, wurden wir dann leider von einem Krog aufgehalten. Der ein bisschen, wie soll ich sagen, der uns in ein anderes Abenteuer gestürzt hat. Und jetzt probieren wir nochmal den faszinierenden Weg zum Hathene-Institut zu gehen. Ich laufe schon wieder hier hin. Ich muss hier hoch. Oh, da sehe ich noch einen Apfel. Haben wir gesagt, nehmen wir mit, wenn wir sie sehen. So, kann man nie genug haben. Ja, Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Es ist blind. Es ist ungeschnitten. Ihr erlebt es so, wie ich es spiele. So. Dieser Anstieg, ja. Das ist tatsächlich recht steil. Ja, hier drüben war der Krog. Oh. Kommen wir schnell genug hin? Ah, der ist zu weit weg, ne? Ja, scheiß drauf. Nicht nochmal ablenken lassen jetzt. Da ist so ein Gefährt. Ach, guck mal, da hätte ich den Krog... Oh, das wäre viel cooler gewesen, den Krog... Oh, schade, dass wir das erst jetzt sehen. Egal. Das wäre natürlich cool gewesen, den Krog da drauf zu spannen. Und dann... Hui! Bitte keine Fake-Bäume. Es hat so den Vibe, dass einer von denen gleich fake ist und mich anspringt. Aber das passiert nicht, da waren einfach nur Eier zu finden. Oh, jetzt haben wir aber hier. Jetzt haben wir den Ton von ihm, okay. Habe ich aber schon mal fotografiert, ne? Ja. Oh, da ist wieder so ein Kirschblütenbaum. Ja, ist ja gut. Willen. So, also, Hathene-Institut. Jetzt aber. Mal gucken, ob man wieder eine Quest machen muss, bevor man rein kann. Oder ob es direkt funktioniert. Na, da war ja damals das mit der blauen Flamme in Breath of the Wild. Wir wollen mal hoffen, dass das hier nicht der Fall ist. Und ich direkt rein kann. Ich meine, theoretisch Robelo müsste da sein, ne? Gucken wir mal. Ich gehe erst einmal außen rum. Ich mache es spannend. Ah, sehr schön. Oder da war ein Viech. Habe ich dich schon mal fotografiert? Ja. Und ich hoffe mal, dass wir das hier auch bald wieder bekommen, so als Speicherpunkt, ne, dass wir da hin kann. Hello. Okay, gucken wir, was passiert. Guten Nachmittag, was für ein wundervoller Nachmittag, oder? Hey du, das Pura-Pad-Institut und ich sind bereit, bringen wir den Sensor zum Laufen. Reich mir doch mal dein Pura-Pad. Oh, krieg ich jetzt den Sensor, nice. 1, 2, 3 und... Nice, Sensor ist installiert. Sehr cool. Und fertig. Jetzt sollte ein Ton zu hören sein, wenn es sich ein Schrein in der Nähe befindet. Ja, den machen wir besser wieder aus, weil das nervt. So. Ich komme hier nicht höher, oder was? Also eine coole Leiter.
Wieso leuchtet... Wieso geht der hier los? Hey, wo willst du hin? Wir testen doch gerade den Sensor. Komm gefälligst zurück. Oh, okay. Also ich soll den jetzt testen. Aber, ja, er piept halt. Auf den Hügel hier. Aber ich soll nicht rausgehen. Welcher Hügel? Hier ist kein Schrein. Was willst du von mir? Ja, Alter! Sobald ich mich der Tür nähere, nervt er. Okay. Was willst du jetzt? Das ist jetzt dein Problem. Ich fühle mich verarscht. Guck mal, in die Richtung ist irgendwas. Ja, aber... Ich kann hier mit nichts interagieren. Was soll ich denn hier? Und ich darf auch nicht aus dem Institut raus. Willst du mich jetzt veralbern? Was soll ich hier machen? Mit was soll ich hier interagieren? Darf ich das wenigstens? Ja. Hä? Okay. What? Na, what? Stark verwirrt. Was für ein Hügel? Er schien auf den Hügel zu zeigen. Was für ein Hügel? Ja, ich verstehe schon, wie er funktioniert, aber ich habe mit... Hä? Der Sensor gibt ein Signal von sich, wenn du dich auf einen Schrein zubewegst. Wenn der Sensor nicht besonders stark anschlägt, ändere deine Blickrichtung. Und er schien auf den Hügel hier zu reagieren. Sieh dich doch mal um. Was für ein Hügel. Ich bin stark verwirrt. Ich sehe halt hier nichts, womit ich interagieren könnte. Ja, hier ist Schluss.
Und sobald ich mich der Tür nähere, meckert er gleich wieder. Bruder, was soll ich machen? Ja, hier reagiert er, aber was? Ja, Junge, lass mich doch rumlaufen. Also ich darf nicht aufs Dach. Ich muss da unten in diesem... Ich meine, der Raum ist jetzt auch nicht so groß. Was übersehe ich denn? Was für ein Hügel? Ich stecke mein Leben lang jetzt in diesem Ding fest. Ich kann halt auch mit nichts interagieren. Also ich weiß echt nicht, was das Spiel von mir will. Bin ich gerade irgendwie doof oder so? Ja, in die Richtung reagiert er. Ja! Hä? Ich lauf hier... Alter. Der Sensor reagiert schon auf etwas. Das sollte er eigentlich nur, wenn du dich auf einen Schrein zubewegst. Wenn meine Berechnungen stimmen, und natürlich tun sie das, dann muss sich das, worauf der Sensor reagiert, am Hügel vom Labor befinden. Ist da etwa ein Schrein in der Nähe? Meine Erfindung ist perfekt, also wird da schon irgendwas sein. Außer sie hat eine Fehlfunktion. Sieh dich doch mal beim Hügel um, ob du mit dem... Darf ich jetzt das Institut wieder verlassen, ja? Oh mein Gott. Corona. Corona. Höhle im Exparwald. Dann wird hier wohl der Schrein irgendwo sein. Oh, hier okay, erstmal dich. So. Na, oder auch nicht. Na, vielleicht war es auch nur extra. Ach nee, in die Richtung. Ja, okay, alles klar. Sag ich ja. Ja, cool. Yo, einfach noch ein Maxi-Trüffel. Chillige Höhle auf jeden Fall. Sehr schön.
So, dann erledigen wir mal gerade den Schrein. Dann ist das hier halt mein Teleport zum Hateno-Institut. Dann gibt es keinen Teleport zum Hateno-Institut direkt wahrscheinlich. Ist auch okay. Yes, ich habe gehofft, dass es ein Belohnungsschrein ist. Sehr schön. So wollte ich das nicht. Welchen Stab schmeißen wir denn mal gerade weg? Ja, ist ja egal. Ach, das ist als Schwert. Ah, okay, und das andere war als Stab. Ja, komm, dann hauen wir den Kollegen hier weg. Hallo. Wählen. Ach so, auf den Boden. So rum muss ich das ja machen. Schon wieder vergessen. So. Okay, cool. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, geht da noch mehr? Juwel und Waffe. Befestigt per Synthese ein Juwel an eine Waffe, zum Beispiel... Ja, das haben wir schon. Verstanden. Sehr cool. So, ab nach oben. Ich sagte, ab nach oben. Wo genau komme ich da raus? Ah, okay. Ja, also das ist schon ziemlich exakt beim Institut. Das geht schon klar. Das kann man als Teleport zum Institut verstehen. Vorausgesetzt, man will sich überhaupt öfter mal hin teleportieren. Ich weiß ja gar nicht, oft man hierhin zurück muss. Einfach perfekt. Wenn du dem Signal des Sensors folgst, wirst du den Schrein sicher finden. Was? Du hast ihn schon gefunden? Im Grunde bin ich gar nicht überrascht. Der Sensor ist wirklich nützlich, oder? Vor allem, weil ich ihn entwickelt habe. Ja, ich schätze, vor dem, was ich so erkläre, bleibt dir gelegentlich nicht so viel hängen, oder? Sekunde. Eine Bedienungsanleitung für den Sensor. Na, was sagst du? Jetzt kannst du dir jederzeit alles zum Sensor durchlesen, was dich interessiert. Wirf doch einfach gelegentlich mal einen Blick in die Anleitung. Verstehst du jetzt, warum das Purapad so toll ist? Und was soll ich sagen? Während ich auf dich gewartet habe, sind mir neue Funktionen eingefallen. Ich arbeite schon daran, eine davon in einen Prototyp zu verwirklichen. Mir fehlen noch ein paar Daten. Ja, was für Daten brauchst du denn? Ich sag's dir nur ungern, aber dein Purapad ist noch nicht perfekt. Im Gegentum, es steckt noch weit mehr Potenzial in deinem guten Stück. Vielleicht allerlei fantastische Funktionen. Folgendes hätte ich so im Sinn. Teleport. Ja. Ja, wir haben dafür auch schon was. Der Pfad des Helden, der deine Reiseroute zeigt. Okay, das ist nicht so spannend. Aber der Sensor Plus ist interessant. Yep. Ja. Was brauchst du denn alles? Teleportmedaillon. Mit dem du an zuvor besuchte Orte schnell reisen kannst. Leider gäbe es da ein klitzekleines Problem, das mich vor allem... Ja? Also ich habe ja schon was gefunden dafür. Im Nordosten der Achillerregion, ganz am Ende des Gebiets, da liegt die bescheidene Einrichtung, welche ich... Ja, das habe ich ja schon. Das habe ich ja schon. Ich habe es schon. Ich habe es schon. Ich habe es schon. Oh, ich habe jetzt doch hier einen Teleport. Okay, interessant.
Okay, also haben wir beides. Wir haben einen Schrein und direkt ein Institut daneben. Ja, gut. Brauchst du mir nicht erklären, ich hab es schon. Oh mein Gott. Wie meinen? Darum hast du dich bereits gekümmert? Famos, dann ist jetzt ja alles in bester Butter. Dann schnell her mit deinem Purapad, wenn ich den bitten darf. Hares, ich kann es kaum abwarten. Ja, hättest du mich mal eher ausreden lassen. Dann wollen wir mal werken. Nice. Ein mysteriöses Medaillon, das einst Robelo angefertigt hat. Indem du seine Tasche öffnest, kannst du deinen Standort als künftiges Teleportziel registrieren. Sehr praktisch. Dann will ich das gute Stück mal sogleich in deiner Tasche unter wichtiges Verstauen. Sicher ist sicher. Jetzt kannst du nach Belieben einen Ort festlegen, an den du dich jederzeit wieder zurückteleportieren kannst. Na, einfach auf der Karte aus und die Reise geht los. Sicher, schnell und schön mit... Und schont die Stiefelchen. Mit weiteren Daten könnte ich noch 2 Stück hinzufügen. Die Kapazität dafür wäre auf jeden Fall gegeben. Um Medaillon Nummer 2 in Betrieb zu nehmen, benötige ich Kartografiedaten von 10 verschiedenen Türmen. Oh, man kann mehrere Teleportmedaillons haben. Okay, 10 Türme habe ich noch nicht, glaube ich. Okay. Sehr interessant. Ja, da ist es. Das kann ich jetzt hier platzieren und dann wieder... Okay. Wie gewohnt. Oh, guck mal, die Symbolien hat es gerade ein bisschen... Hat es gerade ein bisschen weggejietet. Was denn da passiert? Ah, da sind sie wieder. Okay, so, wie sieht's mit Pfad des Helden aus? Was brauchst du dafür? Kartendaten von 15 Schreinen. Habe ich schon? Ich müsste doch 15 Schreine haben, oder? Ja, ich denk's doch. Du hast bereits die Daten, sagst du? Dann gib mir schnell dein Purapad. Ja, aber ich sag jetzt mal, die Funktion scheint mir jetzt nicht so sinnvoll zu sein. Ungefähr 256 können so auf der Karte angezeigt werden. Nach diesen 256 werden die Wegdaten überschrieben, beginnend mit den Ältesten. Lol. Alles klar. Aber kann jetzt rückwirkend auch? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Das wäre lustig zu sehen. Eieiei. So, okay. So, und was ist mit Sensor Plus? Was brauchst du dafür? Ja. Sensor Plus. Was soll ich dafür tun? Handbuch mit 5 verschiedenen Monsterarten füllen. Das haben wir ja längst getan. Gute Güte, sag nur, du hast bereits die nötigen Einträge gesammelt. Damit ist der Fall klar. Gib mir bitte flugs dein Purapad. Es wird auch gar nicht lange dauern. Sehr schön. Ja, dann haben wir ja schon fast alle Upgrades fürs Purapad fertig. Also eigentlich haben wir alle Upgrades, bis auf dass das Medaillon jetzt noch mehr Möglichkeiten hat. Sehr cool. Ja, damit kann ich jetzt alles, was ich fotografiert habe, auch suchen. Optimal. Optimal. Hier siehst du meine Handbuchdatensammlung. Tiere, Monster, Materialien, Ausrüstung und Schätze. Alles fein säuberlich verzeichnet. Kurz und gut, es handelt sich um eine perfekte Version des Hyrule-Handbuchs auf deinem Purapad. Okay.
Diese Funktion braucht ihre eigene Bedienungsanleitung. Okay. Ja, es kann noch verbessert werden, ich weiß. Aber das kann ich aktuell nicht, dafür brauche ich mehr Türme. So, was haben wir jetzt hier? Das ist meine Handbuchdatensammlung. Alle übrigens sind vollständig. Tiere, Monster, Manieren, Waffen und Schätze. Die vollendete Version des Hyrule-Handbuchs auf deinem Pura-Pad. Wenn du ein Foto machst, wird das abgebildete Objekt automatisch in deinem Handbuch registriert. Allerdings sind manche Objekte nur äußerst schwer zu fassen. Es kann also... Ah, man kann... Okay, man kann wieder alle... Man kann also mit Geld wieder alle Fotos am Ende bekommen, wenn man irgendwelche verpasst hat. Good to know. Aber das heißt, ich kann jetzt... Foto kaufen. Okay, ich habe 67 Tierfotos noch nicht, 42 Monsterfotos, 74 Zutatenfotos, 119 Waffenfotos. Immerhin Schatzfotos habe ich schon alle. Junge. 119 Waffenfotos habe ich noch nicht. Ernsthaft. Wow. Ich habe 109. Wie kann das denn sein? Wie geht das denn? Waffenfotos. Ich komme nicht drauf klar. Okay. Ja, gut, ne? Und dann haben wir die halt noch nicht. Die habe ich schon. So, jetzt mache ich aber als erstes den Sensor aus, weil ich möchte nicht, dass der rumpiept. Das möchte ich nur, wenn ich es möchte. X, um deinen Weg zu verfolgen. Oh mein Gott, der ist rückwirkend eingetragen. Und hier waren wir unterirdisch. Genau. Das ist ja witzig. Okay, das ist ja unfassbar witzig. Also es ist witzig, aber nicht nützlich, ne? So, ich denke, soweit kann man das festlegen. Als wir in der Hebra-Region rumgehört sind. Oh, aber es ist cool. Es ist cool, nicht nützlich, aber witzig. Was ist das eigentlich für eine Region? Das ist der Krogwald. Oh mein Gott, wir müssen wegen dem Masterschwert in den Krogwald, ne? Wir müssen uns ja auch mal ums Masterschwert kümmern. Aber ich denke, nachdem wir Hateno gemacht haben, kümmern wir uns erstmal um Gerudo, um den vierten. Oder wollen wir erst Masterschwert? Oh, jetzt weiß ich es nicht. Mich würde der Krogwald schon fast mehr rein. Wir können ja mal hingucken und schauen, ob man da viel machen muss. Aber ich kann mir vorstellen, dass Masterschwert schon eine gewisse Aktion. Schon einer gewissen Aktion bedarf. Ist hier irgendwas Wichtiges? Nur hier ist einfach gar nichts, okay. Aber ganz oben ist doch bestimmt ein Krog.
Ah, untersuchen. Huras Tagebuch. Es ist lästig, ständig wie ein kleines Kind behandelt zu werden, weshalb ich weiter an meinen Reifeschub gearbeitet habe. Weil Projekt Jungbrunnen mir gleich 100 Jahre vom Buckel genommen hatte, habe ich die Leistung etwas angepasst. Als ich mich vorsichtig den Strahlen aussetzte, war ich wieder bis in meine 20er gealtert. Genau wie erhofft. Endlich komme ich auch ohne einen Raketenrucksack wieder ans oberste Regalfach. Ich kann wieder die Nacht durcharbeiten, ohne es am nächsten Morgen zu bereuen, und meine Haut sieht fabelhaft aus. 3 Tagebuchverstecke stehen bereits fest und der übrige Band kommt nun an den nordöstlichen Zipfel von Akala. In abgeschiedenen Akala-Institut wird sicher niemand je danach suchen. Okay. So, was jetzt hier mit Grog? Nix Grog oder was? Nix Grog? Wirklich nix Grog? Doch, natürlich Grog, sag ich ja. Also das hätte mich auch gewundert. Okay, cool. So. Dann gehen wir zum Turm. Machen wir den Turm noch schnell an. Ich denke, das Institut haben wir damit ausreichend und hinlänglich untersucht. Machen wir den Turm an. Für den Fall, dass es kalt wird, haben wir ja richtige Kleidung. Ja, da geht's auch schon los. So. Einmal hier und dann haben wir noch das Kopfband. Ah, nicht Kopfband, aber den Helm. Sehr schön. So, ich will eigentlich wirklich nur schnell zum Turm. Ich will gar keine großen Umwege, ich will direkt zum Turm. Mal gucken, ob das möglich ist. Oder ob wir gleich in andere Dinge reingezogen werden. Einfach geradewegs zum Turm. Scheiße. Das ist nicht ganz geradewegs zum Turm. Wie viele sind das? Eigentlich nicht so viele, ne? Oh shit. Wo ist mein Gerone? Da kann der Eisexalfus nämlich gleich auf die Mütze bekommen. Eis. Das hat doch schon mal gut funktioniert. So. Normale Waffe. Und du bist auch auf die Mütze bekommen. Cool. Ja, wir brauchen ja eh Exalfos-Teile. Ah, für die ganze Kleidung und so.
Das war ja ein relativ einfacher, leichter, schneller Kampf. Dann sammeln wir mal den ganzen Loot. Haben wir noch irgendwo Loot liegen lassen? Sieht nicht so aus, ne? Sehr schön. Ist hier oben drauf noch irgendwas? Oh, da ist eine Truhe. Ja, let's go. Die gönne ich mir doch gerne. Neu. Okay, Pfeile sind super wichtig. Pfeile kann man gar nicht genug haben. Da oben ist auch noch was drauf. Aber nichts, was ich nicht schon mal fotografiert hätte. Okay, cool. Ja, dann weiter Richtung Turm. Kurzer Zwischenkampf, nichts Dramatisches. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass man da vielleicht nicht hin kann, weil es da so eisig ist und es irgendeinen anderen Weg dann wieder gibt. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, was passiert. Ja, da geht es nämlich schon los mit dem Eis. Aber noch komme ich hoch. Noch komme ich hoch. Solange es nicht regnet, bleibt es auch... Hallo? Solange es nicht regnet, bleibt es auch dabei, wollte ich gerade sagen. Okay, hier sollten wir auch hochkommen. Oh, das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. So. Doch, ich denke, wir kommen hoch. Doch, das sieht gut aus. Hier wäre ja auch die Quelle von dem Drachen. Mal schauen, was davon übrig geblieben ist. So, ja, jetzt sind wir hier. Ja, so nicht. Ah, so nah und doch nicht so fern. Aber da unten ist die Quelle. Ja komm, dann gehen wir erstmal zur Quelle. Da unten ist ein Schrein. Good to know.
Grüß dich, ich bin Auberg, der Schatzjäger, der nicht einmal die weiten Schneefelder fürchtet. Hier ist es ziemlich kalt und viele Monster gibt es auch. Ein einsames Land, in das kaum jemand einen Fuß setzt. Und aus genau dem Grund gibt es auf diesem Berg sicher noch eine Menge ungehobener Schätze. Nachdem mir das klar geworden war, bin ich von weiter zur Ranelspitze gereist. Aber ich hätte mir nie träumen lassen, hier jemanden zu treffen. Dir kam sie der gleiche Gedanke wie mir. Also interessierst dich sicher für die Information über Schätze, richtig? Ein Rätsel zu hören. Auf der Ranelspitze. Ja, lass mal hören. Hi! Gleite auf dem Schnee von der Quelle hoch am Himmel bis zum Berg auf der Erde. Gleite auf dem Schnee von der Quelle hoch am Himmel bis zum Berg auf der Erde. Passiere alle Lichträder und dir soll sich das Segenslicht offenbaren. Alles klar. Also Schreinrätsel. Okay, verstanden. Ja, die Lichträder muss ich erst aktivieren. Hi! Alles klar. So. Ach, hier sind jetzt... Ah, hier ist einfach dann so eine Statue. Die Muttergöttinnenstatue in der tiefen Schlucht. Ich vermag sie nicht mehr zu spüren. Es ist, als wäre sie verschwunden. Ich bitte dich, geh zu ihr und schau, wie es um sie bestellt ist und berichte mir von ihrem Los. Schenke uns die Gunst deiner Hilfe. Okay. Das hat jetzt ja nicht so viel funktioniert. Was soll ich machen? Die Muttergöttin-Statue in der tiefen Schlucht. Also wahrscheinlich im Untergrund, oder was? Die Muttergöttin ist da. Okay, hier komme ich nicht rein. Hier war damals ein Schrein. Das ist jetzt halt nicht so gut. Ich habe mir jetzt von der Quelle ein bisschen mehr erhofft, muss ich gestehen. Aber ist okay. Ich dachte vor allem, dass ich mit dem Ding jetzt diese Ringe aktivieren kann. Ja, okay. Dann müssen wir dennoch einen Weg finden, nach oben zu kommen. Das ist ja doof. Dann gehen wir halt mal außen rum. Oh, ja, okay. Ich glaube, es gibt einfach einen ganz normalen Weg nach oben. Ja, lol. Ja, lol. Es geht einfach... Man kann einfach hoch... Okay. Ja, man kann... Okay, man kann einfach hochlaufen. Das, ich habe gedacht, das ist außenrum alles Eis. ja, dann ist gut, dass wir andersrum gelaufen sind. Lol. Also das war ja richtig schlecht jetzt mal wieder. Okay. Und hui! Sehr schön. So, da wäre direkt die Frage, haben wir denn hier oben einen interessanten Ort? Einige. Einige interessante Orte haben wir hier. Okay, zum einen ist das hier interessant. Und hier ist richtig viel. Oha.
Aber kein Stern, ne? Kein Stern, wenn ich das richtig sehe. Oh, da ist auch was Interessantes aufgetaucht. Das haben wir so auch noch nicht gesehen. Okay. Aber jetzt möchte ich erstmal kurz hier hin. Das ist das, was mir am ehesten in den Sinn gekommen ist, als ich da gerade hochgeflogen bin. Oh, ist das die Das ist das, was ich machen soll. Das sind die Ringe. Ach, lol. Die Rutsche am Himmel. Okay, ich verstehe. Die Rutsche am Himmel und die offenbart mir dann den Schrein. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Ich verstehe. Das habe ich falsch verstanden. Das ist das hier. Okay. Jetzt gucke ich nur kurz, ist hier irgendwo eine Truhe im Wasser zufällig? Die ich bergen kann. Nein. Ach, hier taucht der Schrein auf, ja. Hier taucht dann der Schrein auf. Okay, let's go. Ja, dann let's go. Das hat nicht hingehauen. What? Ja, gut, dann muss ich das wohl rutschig machen, also mit Schildschlittern. Dann muss ich mich jetzt jedes Mal nach oben ballern lassen, um das neu zu starten. Das ist ungünstig. Das ist äußerst ungünstig. Nein, muss ich nicht. Ich habe ja ein Teleportmedaillon. Muss ich nicht. Da können wir es ja direkt auch sinnvoll nutzen. Da können wir es ja direkt auch sinnvoll nutzen, unser Medaillon. So. Ah, dann kam das genau zur richtigen Zeit, das Medaillon. Also, kann man nicht anders sagen. Nein, Schild. Nein. Hä? Schild. Ah, jetzt. Oh, man kommt ja wirklich genau richtig an. Geil. Ups. Man kommt da ja genau richtig an. Ja, das, oh, man sollte vielleicht doch kurz den Schirm öffnen.
Man sollte vielleicht doch kurz mal den Schirm öffnen. Da, ja, das war nicht so ganz die beste Idee. Let's go! Aber ansonsten war es gut. Oh, und guck mal, hier ist direkt... Ah, ich verstehe auch das jetzt. Hier ist direkt ein Eingang. In Dinge. Gut. Ja, gib da Ruhe. Oh, die sind bei ganz schön knapp bemessen, muss man sagen, ne? Ach so. Gut, so viel dazu. Ja, okay, ich dachte, der baut sich jetzt oben zusammen. Na, dann nehmen wir halt den hier. Ist okay. Ich dachte, da oben entsteht einer. Gut. Dann entsteht oben wohl keiner. Dann hat es gar nichts mit dem Schrein zu tun, den ich gesehen habe. Weil ich habe ja auch einen anderen Schrein gesehen. Dann ist das jetzt aber hoffentlich auch nur ein... Ich wollte den Sensor ausmachen. Genau deswegen. Weil der piept nämlich dann unaufhörlich. Und ich will den nur, wenn ich ihn auch brauche. Vorher will ich den nicht. So, gib mir Ruhe. Sehr schön. Du bist bitte nur ein Belohnungsschrein. Das wäre sehr praktisch. Dann können wir nämlich mal in den Untergrund gucken, was mit der Göttinnenstatue ist. Das ist nämlich gleich hier, also da, das ist ja kein Problem. Da können wir auch mal gleich runterschauen. Oh, das ist gar nicht... Oh no, das ist ein langer Schrein. Was? Das schaltet man den frei und das ist nicht mal Belohnung, sondern sogar ein richtig krasser Schrein? Och nee. Abgehoben. Dann machen wir die beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.